Ein Terrorkommando der Al-Shabaab-Miliz dringt in das Garissa University College in Kenia ein, trennt christliche Studenten von ihren muslimischen Kommilitonen und tötet sie. Eine ultraorthodoxe jüdische Website ruft zum Verbot der christlichen Feiertage und zur Zerstörung aller Kirchen in Israel auf. In Burma greifen 40 buddhistische Mönche und 450 Extremisten mit Messern und Stöcken einen muslimischen Teeladen an. Bis zum heutigen Tag werden Millionen Menschen weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt. In der jüngsten Ausgabe des Berichtes Religionsfreiheit weltweit zeigt die internationale päpstliche Stiftung Kirche in Not auf, wo Menschen von 2014 bis 2016 an der Ausübung ihres Glaubens gehindert wurden. Der Bericht beleuchtet die Situation dieses grundlegenden Menschenrechts in 196 Ländern der Welt und beschreibt, wo sich die Lage der Religionsfreiheit verbessert oder verschlechtert hat. Leider hat sich im Berichtszeitraum die Situation in 11 von 23 Staaten mit schweren Verstößen noch verschlimmert. In den meisten Fällen geht religiöse Verfolgung von fundamentalistischen Organisationen aus. Der Rückgang der Religionsfreiheit erfolgt meist in drei Phasen. Auf Intoleranz folgt Diskriminierung und danach Verfolgung. Dieser Bericht will vor allem die Länder in den Fokus rücken, in denen die Religionsfreiheit nicht mehr nur durch Intoleranz bedroht ist, sondern wo bereits ein Klima der Diskriminierung und religiöse Verfolgung vorherrschen. Bei religiöser Verfolgung wird differenziert zwischen Verfolgung, die von staatlicher Seite ausgeht, also zum Beispiel in Nordkorea, Eritrea, Saudi-Arabien, China, Pakistan und Turkmenistan, und Verfolgung durch nichtstaatliche, fundamentalistische oder militante Organisationen. Dazu gehören der IS in Syrien und im Irak und Boko Haram im Norden Nigerias und in Kamerun. In den Ländern mit den gravierendsten Verstößen durch staatliche Organe, darunter Nordkorea, Saudi-Arabien und Eritrea, haben Menschen, die ihrer Religion öffentlich Ausdruck verleihen, keinerlei Rechte und Freiheiten, müssen lange Gefängnisstrafen ohne faire Gerichtsverfahren, Vergewaltigung oder sogar Hinrichtung fürchten. Glaubensgemeinschaften, die sich der Parteilinie autoritärer Regime wie in Turkmenistan und China verweigern, sahen sich in der jüngeren Vergangenheit wieder stärkeren Repressalien ausgesetzt. Behörden in China erwägen die Einführung von Bauvorschriften hinsichtlich Farbe, Größe und Anbringungsort von Kreuzen in Gebetsstätten und Gebäuden der Kirche. In Zhejiang und umliegenden Provinzen wurden Kreuze von mehr als 2000 Kirchen zerstört. In Ländern wie Pakistan und Indien ist Religion Staatsangelegenheit. Angehörige der staatlich propagierten Religionsgemeinschaften genießen mehr Rechte als die Anhänger anderer Glaubensrichtungen. Eine Änderung der Religion wird zusätzlich erschwert. Blasphemische Äußerungen werden bestraft. Der Bericht geht jedoch nicht allein auf Regionen ein, in denen die Religionsfreiheit in Gefahr ist. Auch Länder, in denen sich die Lage im Berichtszeitraum seit 2014 verbessert hat, werden gewürdigt. Veränderungen zum Besseren waren vor allem in Bhutan, Ägypten und Katar zu beobachten. In Katar dürfen 8 registrierte christliche Glaubensgemeinschaften öffentlich ihre Gottesdienste feiern, in Räumen, die von der Regierung zur Verfügung gestellt wurden. In Ägypten wurde die Verfassung von 2013 angepasst. Ein Artikel, demzufolge religiöse Minderheiten strikter nach der Scharia zu behandeln seien, wurde entfernt. Sorgniserregend ist die starke Häufung islamistischer Gräueltaten gegenüber Jesiden, Christen, Bahai, Juden und Ahmadiyya-Muslimen. In 39 Ländern wurden Übergriffe dokumentiert. Auf alle 196 Länder gerechnet liegt der Anstieg bei 20%. Die Angriffe des IS auf religiöse Minderheiten werden weithin als Völkermord betrachtet. Ein Beispiel ist die 16-jährige Jesidin Eklas aus dem Irak. Ihr Vater und ihr Bruder wurden von Islamisten für ihren Glauben getötet und sie selbst musste mit ansehen, wie jesidische Frauen wiederholt vergewaltigt wurden. Derartige Gräueltaten sind nicht auf den Nahen Osten beschränkt, sondern verbreiten sich zunehmend auch in Asien und Europa. Bei einem antisemitischen Anschlag auf einen koscheren Supermarkt
In Frankreich töteten 2 Dschihadisten 4 Menschen, weitere 4 Personen wurden schwer verletzt. In Schottland wurde ein Angehöriger der Gemeinschaft der Ahmadiyya-Muslime von einem muslimischen Extremisten dafür getötet, dass er seiner geliebten christlichen Nation einen frohen Karfreitag und frohe Ostern gewünscht hatte. In Teilen des Nahen Ostens, darunter Syrien und Irak, wird durch die gewaltsame Radikalisierung oder den Hyperextremismus von Gruppen wie dem IS und Al-Nusra jegliche Form religiöser Vielfalt vernichtet. Ziel dieser Gruppen ist es, eine fundamentalistische Monokultur zu schaffen, in der für Pluralismus und religiöse Diversität kein Platz mehr ist. Der islamistische Extremismus, wie er in Ländern wie Afghanistan, Somalia, Irak, Eritrea, Syrien und in Nordafrika anzutreffen ist, ist einer der Hauptgründe für die rasante Zunahme der weltweiten Flüchtlingsbewegungen. 2015 wurden jede Minute 24 Menschen aus ihren Heimatorten vertrieben. Angaben der Vereinten Nationen zufolge stieg die Zahl der Flüchtenden 2015 um 5,8 Millionen auf 65,3 Millionen Menschen an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Bericht Religionsfreiheit weltweit hebt aber auch positive Entwicklungen hervor. In Pakistan beispielsweise organisierte der katholische Pater Emmanuel Parvez interreligiöse Fußballturniere. In Marokko riefen muslimische Religionsführer aus über 120 Ländern bei einer Konferenz dazu auf, nicht-muslimische Minderheiten stärker vor Verfolgung zu schützen und verurteilten öffentlich den islamistischen Extremismus. Papst Franziskus empfing im Vatikan Großimam Ahmad el-Tayeb aus der ägyptischen Al-Azhar-Moschee. Mit dem historischen Treffen sollten die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Islam erneuert werden. Der Heilige Vater umarmte dabei seinen Gast und sagte: „Das Treffen ist die Botschaft. Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind von religiöser Verfolgung betroffen. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über das Thema: www.religion-freedom-report.org. Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und unser aller Verantwortung.